Hallo Jungs, heute den Hobau Hyper MT Sport Plus 2 1,5. Wieso 1,5? Ich habe von Hobau direkt schnellstens Weg durch Federal Express den Umbausatz bekommen, damit jeder von euch den MT Sport Plus 1 oder 2, also nicht 1 oder 2, sondern MT Sport oder Sport Plus, das ist der hier, mit Centerdiff umbauen kann, kostet $120, ist nicht gegeben, aber kommt komplettes Getriebe, neue Aufhängung von dem Getriebe, andere Motorplatte und zwei kürzere Wellen. Du bekommst 115 mm Zwischenachse für vorne und 120 mm Zwischenachse für hinten, die natürlich dir selber machen können. Kommt es natürlich billiger, brauchen dann nur das Getriebe und die Wellen können sie dann selber zusammen, also löten und machen, was ihr wollt damit. Dieses Auto gibt es ja schon lange. MT Sport Plus hatte damals eine coole Karo, wie auf dem Hobauer Hyper ST Pro, sowas inspiriert. Coole Reifen. Die Felgen waren zu schwach, deswegen haben sie andere Felgen gemacht. Wir haben dann eine andere Karo gemacht, die war aber echt komisch, viel zu klein für das Auto. Den Antrieb waren am Anfang für Nitro gedacht und für 4S Brushless. Dann kam 6S Brushless rein, das war zu viel, die Wellen hatten ein Problem, die Felgen gingen kaputt und sie hatten auch kein Sleeper drauf und kein Heckrädchen, das haben sie optional dazu gemacht. Danach auf dem MT Sport Plus kamen die fettere Wellen, die optional für den alten waren, und die fettere Antriebsnüsse. Damit hatten wir schon mal gewisse Probleme weg, aber weil kein Z-Adiff drin war und der Sleeper, das ist nicht so top. Das ist also, ja, die hätten bei Arma reingucken sollen, wie das geht, beim Nero für eine super Sleeper-Kupplung zu machen. Man schießt da dann den Diff nicht raus, weil wir wie auf dem HPI Savage Flux und auf dem Zen Reaper mega super große Verzahnung haben an den Differentialen. Aber die Kunststoffgehäuse vom Differential können explodieren. Haben wir schon gehabt und die Nüsse können trotzdem mal auch explodieren, weil zu viel Kraft, zu viel Morgs auf dem Antrieb ist, gerade wenn man auf alle vier Räder miteinander landet. Jetzt kommen die neue von denen mit Sleeper und mit Heckrädchen. Vielleicht kommen sogar die ganz, ganz neuen mit dem Center Diff drin. Das wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall reagiert Hobau extrem schnell. Auf den ersten, wie gesagt, gab es Probleme mit Wellen, da gab es andere Wellen, dann gab es einen Sleeper, gab es ein Heckrädchen, da kam dann alles dazu serienmäßig. Wir hatten auch Probleme mit den Teilen hier, zu viel Bewegung beim Federarbeit mit dem Winkel. Also haben sie ein kleines Teil dazu gemacht, dass man hier reinschraubt, das den Hebel hier blockiert. Ist gut, wenn du einen Schlag von hinten bekommst. Passiert ja meistens, wenn man sich verfehlt am Rumgehen. Aber wenn du Schlag nach vorne bekommst, reißt dann die Kugel ein Stück ab, gerade auf dem MT Sport Plus 2, der viel schwerer ist. Also haben sie eine Kugel ein Stück gemacht. Viel fetter. Jetzt geht natürlich der Hebel kaputt. Also gibt es jetzt noch dazu, zeige ich euch hier, habe es also schon beim Unboxing vom Material gesehen, ein L-Hebel, der hier reingeht und mechanikerweise einfach das alles blockiert. Du kannst beide einbauen und das weglassen. Ich bin jetzt dafür, das reinlassen plus den L-Hebel hinten, damit du hinten kein Problem mehr hast mit dem. Vorne geht's, weil du hast ja Lenkung und Servosaver, der das aushaltet. Das ist mal gut. MT Sport war zwischen Truggy und Monster Truck. Relativ tief, obwohl es ein Monster Truck ist mit einem kleinen Ausschnitt in der Mitte, hat eine. Also der kommt gut im Offroad vorbei, hat aber einen kürzen Federweg. Der hat das Heck-Federweg von einem normalen Truggy auf alle vier Räder. Muss natürlich dementsprechend ein bisschen härter sein, damit er nicht so schnell aufklatscht. Und das Getriebe ist auch kompakt. Also ein echter cooler Monster für im nicht zu fetten Offroad zu fräsen. Wenn du jetzt vier Pro-Line Badlands montierst an dem Ding, das Centerdiff, hast du da einen Killer für, also ein absoluter Basher Truggy im Prinzip.
Die Arme sind super solide und natürlich den Antrieb, der kassiert locker größere oder Räder mit viel Haft wie die Badlands 3,8. Und das wird mit ihm passieren. Ich mache da das Zentergetriebe rein. Natürlich haben wir die kürzere Stoßdämpfer als auf dem MT Sport Plus 2. Wir haben den fetten Antrieb mit den fetten Zähnen am Antrieb. Weil HP Savage Flux geht da immer was kaputt am Getriebe, wenn du was falsch machst. Gibt kein Center Diff, kannst natürlich von Elsa Racing umbauen, aber das Ganze kostet am Ende sehr, sehr viele. Und der Savage ist jetzt mal irgendwann überholt. Ist mal Zeit, dass was Neues kommt. HP wurde jetzt wieder aufgekauft. Kommt was Neues, hoffen wir. Im Moment sind nur die Preise noch ein Schuss rauf. HP Bullet Flux 480 Euro für das kleine 1 zu 10er, der keine 10 Minuten fahrt und dann das was kaputt geht. Für denselben Preis hast du den. Also ist doch da was falsch. Und wieso habe ich jetzt zwei hier und wieso halt der 1,5? Das ist MT Sport Plus 1, sagen wir mal. Ich habe den lange 1 zu 7er MT Sport 2 gehabt und habe hier den 1,5. Wieso? Weil, wie gesagt, hat der mir für den Monster Truck zu kleiner Federweg. Also habe ich hier an meinen Toyota. Ich finde das super lustig. Die Toyota-Aufkleber in Toyota. Deswegen habe ich sie so gelassen. Das ist 1,5, weil er hat die längeren Aufhängungsarm vom MT2, die langen Stoßdämpfer vom MT2, natürlich die langen Antriebswellen. Die Stoßfänger vom MT2, die für mich, ich hatte ja die Senripa Karo drauf, verlängert wurden von 3 bis 4 cm, damit sie raus von der Karo war. Hinten einen kleinen Zentimeter raus. Und hier mit der Arma Nero Unzerstörbar Karo von Porbody AC, finde ich, sind wir endlich mal im Maß. Die Karo stimmt zum Radstand. Radstand entspricht mir, also das mag ich, das ist so 1 zu 8er Größe wie den Serpent MT, wie den Losi 3XL. Und das sind für mich die drei überlebende 1 zu 8er Monster Truck, die es noch gibt. Creighton ist kein Monster Truck. Serpent, flachen Chassis, kein Untersetzungsgetriebe, ist auch nicht ganz ein Monster Truck, aber sein Verhalten entspricht doch relativ gut. Seine Federn sind zu hart. Und natürlich hat er das Problem, dass es ein Truggy ist. Das heißt, die Übersetzung und die Verzahnung von den Diffs ist zu klein. Kann was kassieren, aber noch nicht so viel wie HP Savage Flux. Den hier MT Sport oder für die den Sen natürlich GSDE. HP Savage Flux hatte super Federweg, war sehr angenehm, super weich zum Fahren, konnte trotzdem was kassieren, wegen dem langen Federweg. Der MT Sport hat einen kurzen Federweg, also kann er nicht sowas machen. Der Senripa war geil beim von den drei Vollmetall-Diffs. Ich habe noch nie an einem Senripa mit den drei Metall-Diffs den Antrieb kaputt gebracht. Und wir haben es probiert, ihr könnt mir glauben. Das war eine Schwachstelle vom HP Savage Flux Lenkung und Getriebe. Beim Zen war die Dämpfung der Schwachpunkt. Stoßdämpfer hatten kurzen Federweg, weil die Antriebswelle zu schnell rausfliegten von den Antriebsnüssen, was HP noch nie hatte. Wieso konnte HP das machen vor 15 Jahren und wieso schaffen es jetzt die Hersteller, die jetzt Monster Truck machen, nicht mehr? Losi 3XL hat das. Er dreht gut, hat einen super Antrieb, bringt die Kraft schön am Boden. Ist viel weicher als der Serpent, aber sein Antrieb ist nicht genügend. Er hat die Truggy-Diffs drin, so wie auch der Serpent. Die Lager, die kleine 4 mm breite Lager nur an den Diffs, wie auch beim Serpent. Und was beim Serpent nicht so oft passiert, ist, dass der Antrieb die Diffs beschädigt. Kann hinten passieren, kann es auch hinten die Welle verlieren. Muss ein bisschen einstellen, ein bisschen austüfeln, aber dann geht's. Beim 3XL geht es da nicht. Die Welle geht und killt den Diff, wenn du voll ausfederst. Die Federn haben einen riesen Gummipuffer drauf, damit, also die Dämpfer, damit du nicht zu so viel Federweg hast, und das ist schade. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier, ich habe schon eine kleine Probefahrt gemacht, nur kurz auf der Straße. Hier haben wir das Verhalten, was ich schon lange von einem 1 zu 8er Monster Truck will. Ich will die Dämpfung vom HP Savage Flux mit der Lenkungskapazität vom Sen Reaper. Und die Straßenlage vom Serpent und Losi 3XL. Die zwei sind die besten jetzt bei der Straßenlage, ganz klar. Und wir haben es geschafft.
ihr wisst, der MT Sport Plus hat ein Lenkungsproblem, sehr kleiner Lenkungshebel, also Lenkweg. Wenn du, was wir meistens als Offroader machen, heißt von vorne bis zur Vorspur hier, hast du ein Problem, weil wenn du dann lenkst, ein Rad so ist und das andere so, das heißt, das Auto zieht geradeaus, dann musst du ein bisschen Innenspur lassen. Stört ihn nicht, er kann es kassieren, also es ist nicht unstabil wegen der kleinen Innenspur. Aber so rum haben wir erstmal parallel Räder beim Drehen. Obwohl ihr seht, der Einschlagweg ist nicht so riesig. Beim Savage Flux war das Problem ohne Zentradiff. Gibst Gas, geht er hoch, hast null Lenkung mehr, gehst geradeaus, gerade mit dem kurzen Chassis. Hat er hier auch mit dem Zentradiff, ohne Zentradiff. Der hat jetzt ein Zentradiff, wir haben parallele Räder, wenn du ein bisschen, wie gesagt, in Spur lässt. Ich habe die Dämpfung vorne ein bisschen weicher gemacht als vorne, als hinten, was ich in der Regel nicht mag bei Offroader. Aber das dient dazu, wenn du am Gas gehst, geht er vorne runter. Und wenn du einlenkst, kann er hinten hochkippen und ist dann super wendig. Der ist jetzt wirklich wendig. Ich kann hier um den Pult fahren ohne Problem. Ich habe die Dämpfung vom Savage und ich habe, was mir an allen fehlte, außer wie gesagt Savage und Savage XL, die kannten es fast. Ich habe hier, guck mal das an, Dämpfungskapazität vom Traxxas Summit oder vom eRevo mit langen Hebel dran. eRevo ist ein echter Monster vom Chassisbau her und alles, aber ja, fehlt noch ein paar Sachen. Und so bin ich glücklich. Ich habe jetzt bin ich ein bisschen zu breit, meines Erachtens, weil ich die Offset-Reifen habe. Diese Reifen habe ich nur auf den Felgen gefunden mit Offset leider. Ich habe natürlich meine kleinen Lieblings hier für Monster Truck, die böse aussehen, die dann auf Proline Split 6 Reifen montiert werden. Null Offset, die Proline Big Joes. Das sind für mich super mega Monster Reifen. Natürlich habe ich auch die Proline Mesher mit Traktor-Style. Und was cool ist, an einem echten Monster gegenüber ein Muggy. Also der Muggy ist ein Truggy mit großen Reifen. Der Truggy mit großen Reifen hat nicht die richtige Übersetzung oder kann nicht mehr übersetzen, als was reingeht zwischen Ritzel, Motor und Hauptzahnrad so am Platz her. Und die Wellen sind meistens die Wellen von dem Truggy und die Antriebsnüsse auch. Das heißt, die Reifen sind viel schwerer, haben mehr Wucht und haben mehr Grip und da gibt es meistens Probleme mit dem Antrieb. Man sieht ja, der Riesenunterschied zwischen beispielsweise Arma Typhoon ist Buggy, selben Antrieb ist in dem Talion, ist in dem Creighton. Im Creighton geht der Antrieb viel schneller kaputt oder im Outcast als im Typhoon. Schmälere Reifen, Auto viel leichter, ist kein Problem für den Antrieb und wie mehr du rausgehst, mehr ist ein Problem in dem Antrieb. Und das haben vielen schon bezahlt, wo sie Monster Truck machen wollen. Was cool ist, bei Hobau, die machen Fehler, aber sie machen es schnell anders. Und das ist super cool. Und du siehst hier mit dem Zusatzhebel hinten, also die Felge bewegt sich, aber das Rad, die Radnabe selber überhaupt nichts mehr. Und du kannst trotzdem noch ein bisschen einstellen, vor oder Nachspur hinten, wie du es magst, ist egal. Da drin, unter der Super Karo, haben wir Vorder- und Hinterachse komplett vom MT Sport Plus 2, den Überrollbügel vom MT Sport Plus 2, Batteriekasten, die neue Batteriekasten, die mich Obau gesendet hat für den MT Sport Plus 2. Wir haben 8S-Regler, erstmal so provisorisch senkrecht montiert, damit er nicht so in der Karo streift, nicht zu viel rausguckt auch. Ich hatte viele Steine, die reingeflogen sind, hier ist er geschützt. Wieso 8S? Jetzt denken so ein paar, mein Gott, der spinnt, 8S in 1:8er Monster Truck, das macht doch 10 oder 20 Mal einen Überrumpel beim Gas geben. Nee, weil ich habe nur 1400 kV mit einem 74 langer Motor drin. Das heißt, ich habe keinen Verbrauch. Ich habe nur eine 14 Zähne Ritzel drauf, das heißt, das Auto fährt jetzt so schnell wie in 6S mit dem 2000 kV. Viele verstehen das nicht, können es nicht verstehen oder denken, ja, das ist doch unnötig. Aber ist so, dass du mehr Kontrolle hast über das Auto, über den ganzen Gasweg raus. Oben aus hast du noch mehr Pfupf, wenn es braucht.
Und wie gesagt, das Auto ist trotzdem jetzt mit dem kompletten Vorder-Hinterachse, mit Center-Diff drin, mit 8S-Regler, das ist 100 Gramm schwer. Die 4S-Batterie sind pro Stück 6S fährst du so ungefähr um die 650 Gramm. Wir haben hier 800 Gramm, also bist noch, also sagen wir mal, das Auto ist 300 Gramm schwer, nur als dasselbe in 6S. Aber hat trotzdem fast 7 Kilo. Das Ding hat 6,5 Kilo, so wie es hier liegt. Um den Umbau zu machen, kannst du nicht einfach alles reinschrauben, weil vom Sport Plus 2 hast du hier die Bestrebung zu längere Schocktower. Das heißt, der Kasten hier kannst du nicht nach vorne verbauen, wo er hingehört. Ich bin ein bisschen zurück. Musste sowieso zurück, damit ich die Batteriekasten befestigen kann hier, weil ich wollte sie vorne. Ich habe lieber mehr Gewicht vorne. Obwohl jetzt der Motorenregler hinten sind, habe ich natürlich mehr Gewicht vorne, aber wir sind noch, hier sind natürlich die Batterien nicht drin. Ohne Batterie sind wir in der Mitte. Mit den Batterien neigt er ein bisschen nach vorne, aber nicht so viel. Das heißt, das Auto ist locker kontrollierbar. Und wenn du das Gewicht ungefähr in der Mitte hast, ist er super flink in der Luft. Ich wollte das Gewicht ein bisschen mehr vorne, damit natürlich die Nase nicht so schnell vom Boden weggeht, wegen der schwachen Lenkung eben. Und wir haben es geschafft. So wie er hier ist, gefällt er mir. Ich habe die Blockade drauf, weil ich liebe diese Reifen. Meine Bijou sind die Favoriten, aber das Gummi von den Reifen ist einfach. Das ist was, das du probieren musst. Wenn du natürlich Reifen hast, also hast, nicht gern hast, im Sinn hassen, die Ballonen, kauf diese nicht. Aber mir ist es egal auf dem Monster Truck. Das Reifenballon hilft natürlich beim Rumjumpen und dass die Gummis so weich sind, hier hilft, dass sie kassieren. Du kannst natürlich Proline drauf machen, die neue Belted drauf, aber die Ballonen nicht mehr, hast du weniger Inertie, du hast auch härtere Schläge in die Dämpfung rein. Du kannst SRC Road Crusher reinmachen, die sind natürlich super Querschnitt, aber das alles ist dann nicht super mega toll beim Offroaden. Und für Normalfahren habe ich ja Buggy oder Truggy und im fetten Gelände habe ich gern sowas. Es ist jetzt alles natürlich gemacht, wie ich es will, deswegen bin ich natürlich zufrieden damit. Die fettere Stoßstange halten mehr als die alten. Ich habe die alte schon nicht gekillt, also sollen die Stoßstangen hier kein Problem haben mit dem geringen Gewicht. Natürlich habe ich noch nicht die fettere Kugel ein Stück überall. Ich habe jetzt noch die Original gelassen. Ich hatte ja einen von den ersten MT, die schwachen Kugel ein Stück haben. Habt keine Angst, alle neuen werden geliefert mit dem neuen Kugelstück, mit den Helenkhebelverstrebungen und alles, was reingeht. Mal sehen, was sie beim Kurzen machen. Überrollbügel musst du auch selber reinbohren und auch die Schrauben hier unten für die Batteriekasten musst du selber. Ich habe jetzt gewindet. Ich habe 2,2 mm gebohrt, 3 M3 Gewinde direkt in Chassis gemacht und direkt die Schrauben in Chassis gewindet. Kannst natürlich auch nur, wenn du nicht hast zum Gewindeln, kannst du ganz einfach nur durch und eine Nilstop-Schraube auf der anderen Seite montieren. Du hast genügend Platz, ist überhaupt kein Problem. Also, wir werden das Ding testen. Wenn es klappt, habe ich Zeit für den auch umzubauen mit Centertiff, mit der MT1 Karo drauf. Ich habe noch eine rumliegen irgendwo oder krieg noch eine mit den Badlands. Damit haben wir für mich, für meines Erachtens, der ultimative 1:8 Monster Truck. Außer Losi, ich habe es schon 80 Mal oder 100 Mal gesagt, aber ich sende jedes Video zu denen. Außer Losi macht uns Teleskopwellen auf den 3XL und lasst die scheiß Gummipuffer weg. Obwohl sie dann immer noch die schwachen Diffs haben, also schwach, die halten was aus, ist kein Problem. Aber ist klar, Monster Truck haben fette Verzahnung, weil das Gewicht vom Rad auf die Verzahnung reinschlägt. Wenn du kleine, schwache Zähne hast, wie auf Truggy oder Buggy Competition Style, wie auf dem Serpent MTE, wenn irgendwas sich bewegt im Kunststoff, überrumpelst du die Verzahnung. Da hörst du so wirklich sehr schnell klack, 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 dass der Diff überspringt. Und mit fetten Zähnen, ihr seht ja im Max, der X-Max hat weiches Stahl, hat aber so fette Zähne, dass das Ding sich 5 mm bewegen kann, bevor ein Zahn überspringt. Und das haben wir auch hier. Haben wir auch im Zen GST oder Colossus,
hatten wir auch in den letzten Versionen HP Savage Flux. Original 29x9 und die besten, die ich probiert hatte, war damals die Hot Racing 28x8 Verzahnung mit Spiral noch dazu. Die konnten überspringen, aber gingen einfach nicht kaputt. Also, ich freue mich auf die Probefahrt. Ich probiere dann trotzdem objektiv zu sein, obwohl es jetzt ein Auto ist, das ich jetzt zusammengebaut habe, wie ich es will. Natürlich, zusammengebaut ist ein großes Wort, ist einfach. Ich habe ein Chassis, ein kurzer Hobau-Chassis genommen, mit den Achsen vom Großen, mit dem Zentativ vom Großen. Nee, unzerstörbare K.O., das kann ja also alles jeder machen. Problem ist natürlich der Preis. Oder du kaufst den langen, machst einen kurzen Chassis rein, brauchst aber noch die kurze Welle dazu. Die kommen sicher mal bald Detail. Bekommst du aber jetzt noch nicht Detail. Oder du kaufst als Einzel und oder kaufst den kurzen, kaufst vier Querlenker, vier Antriebswellen, vier. Ich habe den Namen wieder vergessen, das ist doch unglaublich. Vier Spurstange! Acht Spurstange, sorry. Und die Längendämpfer natürlich, die Längendämpferbrücken, also hauft sich das alles zusammen, wenn du das machen willst mit dem Dämpferweg. Und ja, oh voll! Tschüss Jungs, macht's gut!